So, jetzt aber Versuch 3. Ja, eine Runde Tischtennis und ich bin im TeamSpeak mit dem guten Chris, der ja auch schon bei Pokémon dabei war, ne? Ja. Sehr gut, gut. Wir spielen wieder eine Runde Battle. Ja, Battle Action. Ich bin jetzt wieder in Fahrt gekommen. Deswegen dachte ich, let's go. Wir machen es einfach mal wie immer. Tischtennis mit meinem Charakter. Mit mir. Namen kann man, glaube ich, nicht im Nachhinein ändern, oder? Geht das? Das muss ich mal gleich überprüfen. Sonst, wir spielen gegen Vincenzo. Vincenzo, ja, der wurde zensiert wahrscheinlich, der Boy. Boah, Niveau 1137. Das kann spannend werden. So, Trick 17 wegen meiner Fernbedienung, die hat irgendwie eine Macke. Einfach hier die Maus umdrehen. So, und dann Konzentration. Aufschlag. Ich will natürlich wieder gewinnen, ihr kennt's. Let's go, Action. Hä? Wieso habe ich kein Schwerterball gemacht? Nein, Fernbedienung, hör auf. Benimm dich. Die spielt mir ein bisschen zu softy gerade. Da habe ich jetzt gerade echt meinen ersten Punkt versaut, den ich jetzt schon haben können. Ja, zwei Schmetterbälle hintereinander kann er nicht abwehren. 1-0. Oh, da hinten sehe ich, wen sehe ich denn da? Stimmt, mein Zweitcharakter, wen noch? Ah, ansonsten nur irgendwelche KIs. 1-0, Leute. Wir wollen ja immer besser werden. Let's go. Weiter geht's. Und Bams. 2-0. Wir wollen ja echt, wir müssen uns wirklich ranhalten. Denn wir wollen ja am Start sein. Stimmt, und der gute Tobi meldet sich auch in seinem Chat. Der ist nämlich schön dabei. Gerade wieder am Stream. Den dürfen wir nicht vergessen. Treuen Zuschauer. Was hast du denn vor, hm? Du kleine KI, guck mal. Hättest du den gesehen? Es kommt mir gerade so einfach vor, aber das ist ein gutes Zeichen. Das bedeutet, dass ich wieder reinkomme ins Spiel. Im Moment haben wir leider nur Tischtennis und Bogenschießen. Klingt dumm, ist leider so. Weil für die, ja, weil für die anderen Modis, ist momentan hier wirklich der Platz einfach zu wenig. Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Da muss ich mal gucken, was ich machen kann. Ah, hätte ich schön darüber gespielt. Dann hat er ins Ausgeschlagen. Stimmt, man kann nämlich auch, man kann ziemlich lange warten, bis man schlägt. Dadurch kriegst du auch ziemlich geile Bälle manchmal hin. Muss im Blut sein. Ich glaube, das wird ein perfektes Game, oder? Ich hab's gesagt, das heißt, es wird kein perfektes Game. Oh, es sieht so aus. Es sieht so aus. Komm schon. 6-0. Ich sehe es. Ich kann es riechen. Riecht es auch? Das 6-0 in der Luft? Das kam jetzt ein bisschen komplett bescheuert drüber. Aber egal. Warte mal. Kann ich auch so? Guck mal jetzt hier. Pass auf. Sneaky Aufschlag. Nein, da wollte ich zu viel. Ich wollte jetzt das 6-0 so schön perfekt machen. Ich wollte ihn ganz knapp an die Kante spielen. Das war zu knapp. Schade. Also kein perfektes Game. Müsst ihr noch mit warten. Mal gucken, wann es kommt. Irgendwann kommt es bestimmt. Wunderbar. Und da haben wir es. Das 6-1. Erster Sieg von 2. Und da ist das Game. Schön mit Ankündigung. Ich hoffe, euch gefällt es. Mir gefällt es. War jetzt kein mega langer Ballwechsel dabei in der Runde. Also ein bisschen so, aber nichts wirklich, wo ich sage, oh mein Gott, kriege ich den noch? Kriege ich den nicht mehr? Kriege ich den noch? Und mal gucken, wie viele Punkte bekommen wir? Plus 125. Das Spiel sagt, wir sind eigentlich viel besser. Let's go. Wollen wir herausfinden, ob wir wirklich besser sind? Gegen Mike. Alles klar, Mike. Zeig, was du kannst. Runden wir es auf, hat er sein Niveau schon irgendwo auf 1300. Und die Fernbedienung hat echt wieder eine Macke. So, so findet er sie wieder. Mehr will ich nicht. Und wir haben Aufschlag. Mal gucken. Immer noch keine Niederlage in den Aufnahmen. Das ist ja quasi erst die zweite Tischtennisrunde. Boah, das war gut. Wow, das war gut. Wie hat er das? Da hat er mich aber richtig jetzt gelöffelt. Schaut mal, wie spät er angenommen hat. Not bad, not bad. Das war echt gut. Tricky, tricky, mein Guter. Aber das kann dir auch zum Verhängnis werden, wenn du so weit hinten an der Platte stehst. Dann passiert nämlich sowas. Ah,
Ja, ich stehe ruhig hinten weit an der Platte. Ist okay. Okay, jetzt hat er mich. Ah, da hat er mir auf die Vorhand gespielt. Nimm das, ey. Shit, Mann, den Spielstil gefällt mir gar nicht. Kommt mir vor, wieso? Naja, ich sag's jetzt nicht, aber. Das ist gemein. Ich mag ja eher dieses schnelle Spiel und er spielt halt eher dieses langsame. Das geht hier gar nicht. Nevermind, er kann auch schnell. Verdammt! Der zieht mir gerade die Hosen aus. Ich will meine Hosen anbehalten. Ich habe die braunen Hosen an. Wow. Ich dachte, er geht ins Aus. warte. Ich war gerade kurz davor, ein perfektes Spiel zu machen. Ich will jetzt nicht, dass der mir hier ein perfektes Spiel um die Ohren haut. So wollen wir das aber nicht. Wieso kann ich denn das Spiel nicht beschleunigen? Der verlangsamt das immer. Das gibt mir ziemlich auf den Sack. Oh, Family und Kontakt verloren. Easy, Hammer. Ganz ruhig. Okay, warte, ich muss so. Wo ist er? Okay, schade, das hat nicht geholfen. Also ganz ehrlich, den Ball hätte ich bekommen. Wenn ich jetzt ein perfektes Spiel um die Ohren gehauen bekomme, dann schiebe ich es genau auf diesen Fehler. Ganz ehrlich, dann. Verdammt, Mann! Ja, boah, da haben wir uns nochmal gerettet. Kein perfektes Spiel gegen uns. Das hättest du gern. Nee, jetzt kommt die Aufholjagd. Ich glaube hier an mich. Du kleine Drecksratte. Nee. Nicht mit uns. Ja, mit bald. Vergiss es mal. Stefan Raab hier. Dann wären wir ab. Easy going. Hammer. Hammer. Ich bin gerade voll konzentriert. Hammer. Easy, Leute. Hammer, komm, rüber. Hab ich doch. Ah, verdammter Charakter. Okay, war jetzt ja doch nochmal ein bisschen, also es war eindeutig, muss man ganz klar sagen, es war mega eindeutig. Das war jetzt leider der zweite Fernbedienungsausfall in der zweiten Aufnahme passiert, aber sein Spielstil ist extrem geil gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. 6-1 und 1-6, das ist das Ergebnis von heute. Punkte, ich glaube, wir haben mehr als 104 bekommen, ne? Also wir haben generell, glaube ich, trotzdem Plus gemacht. Und jetzt kommt nochmal einer unserer Lieblingsspielmodis. Zwei Runden. Ganz raus wollte ich eigentlich gar nicht, genau. Ballannahme. Ne? Da habe ich übrigens jetzt gerade, als ich so ein bisschen kommentier, sage ich mal, Treibstoff tanken musste, eine Runde gezockt. Also jetzt 2-3 Runden. Und ihr werdet sehen, wir haben einen neuen Rekord aufgestellt. Es tut mir leid. Ja, 140 haben wir jetzt. Niveau ist auch schon auf 665 hoch. Im Vergleich zum letzten Part werdet ihr also dementsprechend ganz klar eine Veränderung sehen. Das heißt, wieder die Fernbedienung finden. Finde sie, da ist sie. Okay, und let's go. Konzentration und einfach die Bälle rüberschlagen. Nicht so. Ich hab das noch nie verstanden mit dem Niveau, was du bei der Wii hast. Kannst du mir das mal erklären? Was weiß ich, also ist halt das Spielerniveau, ne? So. Von der Skala von 1. Also, je nachdem, wie gut du bist, desto höher ist das, oder wie? Ja, genau. Ich meine, beziehst halt, was weiß ich, wenn du jetzt sagst, der Spieler auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut ist er? Ne? So, und dann kannst du halt entscheiden, ja. Und so gut würde ich ein Spiel einschätzen. Du hast quasi hier, statt eine Skala von 1 bis 10, hast du quasi so eine, deine eigene private Skala 1 bis 1000. Hm. Ich muss sagen, der macht mich gerade ein bisschen fertig, der Dude. Ich bin jetzt gerade irgendwie so gewohnt, dass die Bälle komplett crazy gespielt werden, durch die Spiele gerade eben. Aber hier ist das ja alles so komplett laschi und schlicht. Da muss ich mir jetzt erstmal wieder reinkommen. Aber wir haben ja immer bei Ballannahme zwei Runden. Einmal diese kurze Aufwärmrunde. Ja. Man kann auch zu früh schlagen. Das kann doch nicht sein. Habe ich gerade einen Fluch in dieser Runde? Habe ich einen Fluch erwischt? Nein.
RIP 600er Niveau. Okay, komm, das können wir so stehen lassen. Das ist ja... Nee, das lasse ich so nicht stehen. Ja, komm her, wo bist du? Da bist du. So, das lassen wir so nicht stehen. Nee. Ist auch viel zu kurz. Jetzt noch einmal richtig krass konzentrieren. Das kann ja nicht angehen. Hier, schon rüberspielen. Nimm das. Nimm mal die Rückhand, damit wir nicht so weit rechts am Tisch stehen. Zack. Wir uns wieder ein bisschen richtig positionieren hier. Schade, hätten wir fast bekommen. Gib mir die Dosen. Ich brauche die Punkte. Nimm mir die Rückhand. Nimm auch. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Das war ziemlich knapp. Da war eigentlich, habe ich eigentlich schon das ausgesehen. Aufpassen, dass die Fernbedienung den Kontakt nicht verliert. Das sah gerade so ein bisschen aus, wie er den Schläger gehalten hat. Und wie ich ihn gerade in Wirklichkeit halte. Chat kann ich gleich erst wieder lesen. Ich kann mich gerade nicht wirklich an die Dose ran. Da haben wir jetzt die Doppeldose. Läuft doch gut. Da hat er uns. Trotzdem, wir haben es noch gerettet. Oder retten können. Ich glaube, je mehr Dosen man hintereinander in schneller Reihenfolge trifft, desto härter geht der gute Dudes ab. So, da will mein Charakter gerade nicht irgendwie laufen. Komm. Neu positionieren. Ich habe die Punkte nicht im Blick. Wir spielen einfach noch eine Runde. Das ist jetzt sowieso die letzte. Da hat irgendwas geknallt. So ein Soundeffekt. Das hätten wir irgendwas Besonderes erreicht. Nein, ich will noch nicht versagen. Ich hätte gern die Dose. Danke. Sehr geil. Weiter geht's. Nein. Nein. Schon wieder, wie gerade eben beim zweiten Fail. Zu früh geschlagen und dann gar nicht geschlagen. Da hat er auf einmal den Schläger quasi irgendwie, ja, einfach nur noch so da gehabt und war nichts mehr. Aber 125 haben wir noch mal am Ende rausgeholt. War jetzt ein Versuch mehr als sonst. Aber ich glaube, wir können immer so ein Versuch mehr machen, wenn wir zweimal hintereinander wirklich sehr schlecht abschließen. Gut, Rekord haben wir natürlich nicht geschafft. Aber plus 173. Wow, wir haben unsere 600 wieder und sind sogar fast auf die 700. Ihr könnt mir ja sagen, ob es jetzt besser im Allgemeinen war oder keine Veränderung war. Ich habe jetzt gerade vergessen, mit wie viel wir gestartet haben, aber irgendwas mit 600. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und dann wahrscheinlich wieder, ja, mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit Bogenschießen. Tschüss!